Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Bücherwoche, die nicht so gut gelaufen ist wie die vorangegangene. Da habe ich ja gefühlt wirklich nur Highlights gelesen. In dieser Woche, ja, war es irgendwie nicht wirklich berauschend. Es waren zwei okay Bücher, ein, ich sag mal, sehr gutes Buch, aber auch zwei Flops dabei, die ich abgebrochen habe. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran an meiner Seriensucht, die ich in dieser Woche gefrönt bin und auch weiterhin ja, genießen werde, dass ich einfach merkte, wenn mich die Buchgeschichte nicht irgendwie ja, angefixt hat oder in den Bann gezogen hat, dass ich einfach immer lieber zur Serie gegriffen habe. Und das ist halt schon ein Zeichen, ja, das Buch ist dann vielleicht schon gut, aber halt auch mehr leider nicht. Ja, ich glaube, die Seriensucht, da sprechen wir einfach später, dass ich total in The Walking Dead Fieber bin. Ich habe es ja schon mal auf Instagram gepostet. Wenn ihr da aktiv seid, habt ihr das vielleicht mitbekommen. Und ja, es ließ sich nicht vermeiden. Dementsprechend war das lesetechnisch auch gar keine so gute Woche. Also natürlich waren es jetzt tatsächlich 5 Bücher, wovon aber halt 2 abgebrochen sind. Eins ist ein Manga, wo man irgendwie so sagen, also wenn ich jetzt mal so grob die Seiten hochrechne, war das irgendwie eine sehr unerfolgreiche Woche. Insofern, also dafür war es natürlich serientechnisch sehr, sehr erfolgreich. Und ja, irgendwie ja, muss halt irgendwas von beiden leidet dann natürlich drunter. Man hat ja auch nur ein begrenztes Zeitfenster für diese Hobbys, sag ich mal. Und das sind halt die Bücher ein bisschen kurz gekommen. Aber wir fangen jetzt natürlich einfach erstmal mit den Büchern an. Ein Buch, das ich glaube Samstag, ja, ich glaube, direkt weggesuchtet habe, ist Moriarty, The Patriot, der erste Teil von Ryosuke Takeuchi. Das ist ein Manga aus dem Carlsen Manga Verlag und von dem habe ich das auch zur Verfügung gestellt. Und es ist der Auftakt einer neuen Reihe dieser Sherlock-Mangas, die ja im letzten Jahr irgendwie begonnen hat. Und ja, ist natürlich jetzt auch nichts Dickes oder wo man groß dran, lange dran lesen würde, weil es eben auch ein Manga ist. Dann habe ich ein Hörbuch ja, auf Empfehlung gehört und zwar Wir sehen uns im Sommer von Asa Hellberg. Hier hat mir auch meine liebe Freundin das Hörbuch im Grunde ausgeliehen, nachdem sie es absolut geliebt hat. Ja, ich habe es leider abgebrochen. Es war so gefühlt überhaupt nicht meins. Das Seelenhaus habe ich auch zusammen mit der lieben Chiara vom Kanal Books and Bakery gelesen. Wir lesen ja öfter mal Bücher gemeinsam und wir hatten beide das Seelenhaus von Hannah Kent auf dem Sub. Das ist ja im Grunde ein Island-Roman, der irgendwie auch auf wahren Begebenheiten abschließt. Wie man aber schon sieht, sind wir nicht weit gekommen, denn nach 3 Leseabschnitten, knapp 160 Seiten, habe ich das auch abgebrochen und ich glaube, Chiara hat noch nicht mal mehr den 3. Abschnitt gelesen, weil ich ihr davon schon so Negatives berichtet habe, dass sie gesagt hat, sie lässt es bei den 100 Seiten. Dann habe ich ja, Essenz der Magie, die Lehrenbegabte gelesen von Lia Katrina, ist ja auch eine YouTuberin, die ich in Berlin kennenlernen durfte und wir auch einen recht netten Abend, ich glaube beim Italiener war es gewesen, hatten und auf das Buch hatte ich mich sehr gefreut und ja, war einfach neugierig, was ja im Grunde auch mal so Kollegen hervorbringen. Und dann auch das neue Buch von Victoria Schwab habe ich gelesen und ich glaube Samstagvormittag beendet. Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied, ist der Auftakt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Dilogie, glaube ich, ist. Der zweite Teil, den gibt es, glaube ich, auch im Englischen schon. Aber wie ihr dann schon merkt, wenn mich der erste Teil nicht angefixt hat, dann kommt natürlich auch der zweite im Englischen nicht rein. Und ja, so ein bisschen war das hier auf jeden Fall der Fall. Aber natürlich von vorne. Wir starten mit dem Manga und ja, Moriarty, The Patriot, der erste Teil, hat knapp 210 Seiten. Ich halbiere für meinen Lesemonat die Seitenzahl, weil natürlich unglaublich viele Bücher, Bilder und sehr wenig Text im Grunde in dem Manga enthalten ist. Mangas, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, überhaupt kein typischer Manga-Leser. Ich habe, glaube ich, 4 Mangas bisher gelesen. 3 davon waren aus der Sherlock-Reihe im letzten Jahr. Und ich habe gelesen A Silent Voice, glaube ich. Das war auch noch ein Manga, den ich gelesen habe. Ich glaube, man sieht den Manga nicht. Ja, und das, ja, diese Sherlock-Reihe begann ja im letzten Jahr mit den 3 Teilen der ersten Staffel der BBC-Serie. Und man hat ja diese Manga-Reihe sehr von gestalterischen
auf diese BBC-Serie abgestimmt. Ich habe sie sehr, sehr gerne gelesen, was einfach den Grund hatte, ich liebe die Serie, also die Verfilmung, und es war sehr schön, so einen Fokus einfach bei den Bildern einfach nochmal auf diese einzelnen Szenen legen zu können und man so auch Dingen einfach einen auffallen, dann auch beim zweiten Mal gucken, nachdem ich die Mangas gelesen habe, was ich sehr faszinierend fand. Das hat mir sehr gut gefallen. Hier in Moriarty the Patriot, ja, Moriarty kennen wir, James Moriarty im Grunde ist ja ein Sherlock-Gegenspieler, das böse Genie auf der anderen Seite und der ja selbst, glaube ich, in den Romanen von Arthur Conan Doyle gar nicht so oft vorkommt, wie er dann sogar in der Serie eigentlich einen Platz hat als größeren Gegenspieler. Und hier erfahren wir im Grunde die Vorgeschichte von James Moriarty, der im Grunde als Waisenkind zusammen mit seinem Bruder im Grunde bei einer adligen Familie unterkommt, die ihm aber nicht sehr viel Liebe oder Ähnliches entgegenbringt. Und eigentlich ist James Moriarty total angeödet von diesen Adligen und er hasst dieses Reich und auch in welchem Status er im Grunde geboren ist. Und es passieren dann allerlei Dinge, sodass er dann auch zusammen mit dem eigentlichen Sohn der Familie den Hebel ansetzen kann. Er selbst wird dann, glaube ich, nicht Lehrer, sondern Professor an der Uni, ist sehr, sehr jung dabei und erweckt da natürlich allerlei Aufmerksamkeit und er hat das Ziel, die Welt im Grunde besser zu machen und die Unterschiede abzuschaffen. Es sind, glaube ich, jetzt 3 Geschichten darin enthalten gewesen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, die scharlachroten Augen, ein Stück Grapefruitkuchen und die Tänzerin auf der Brücke. Und ich muss sagen, ja, es war ganz okay, es hat mir gefallen, mehr aber tatsächlich auch nicht. Ich hatte tatsächlich mehr Spaß mit den Sherlock-Mangas. Ich finde, dass die Begründung, die hier hinter Moriarty stecken soll, einfach ein bisschen zu platt, zu einfach und zu leicht ist. Ja, es ist ein Manga, gar keine Frage. Es ist jetzt nicht die höchste aller Literaturen. Das habe ich auch tatsächlich überhaupt nicht erwartet, sondern ich wollte natürlich Spaß haben mit den Bildern, mit den Texten, mit dem besonderen Genie, was für mich Moriarty einfach zum perfektesten Bösewicht schlechthin macht. Und ich bin ja ein absoluter Moriarty-Fan und ich liebe, liebe, liebe diesen Mann. Und auch der Schauspieler, der ihn natürlich spielt, ist einfach grandios. Und ich fand auch hier die Geschichten schön erzählt. Ich mochte die Bilder. Man bekommt so ein Manga-Feeling, aber gleichzeitig hat man natürlich die Welt um Sherlock so trotzdem im Kopf, wo eben Moriarty irgendwann mal hinkommt. Und das fand ich ganz spannend und schön gemacht, das ist gar keine Frage. Ich habe wirklich hier sehr gerne drin gelesen. Ich fand die Bilder auch wirklich ganz, ganz toll. Also ich bin da wirklich ein absoluter Fan. Und man tut sich ein bisschen anfangs immer wieder schwer, finde ich, wenn es darum geht, in diese Bücher so hinein zu lesen, weil man natürlich in einer anderen Reihenfolge liest. Aber nach 5-6 Seiten ist man drin und dann ist man auch nicht mehr verwirrt und dann hat das eben mal so einen besonderen Lesegenuss. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mit der Manga-Reihe weitermache, weil so richtig geflasht hat es mich nicht. Ich bin tatsächlich auch gar nicht neugierig, wie der Weg von Moriarty weitergeht, weil irgendwie ist mir hier die Erklärung, wo so die ersten Zeichen gesetzt sind, schon ein bisschen, es ist mir einfach zu wenig. Also diese Begründung reicht mir halt gefühlt nicht aus. Ich muss mal gucken, vielleicht werde ich mir auch Rezensionen anschauen dann, wenn der zweite Teil herauskommt, ob das ein bisschen spannender und spektakulärer weitergeht. Auch ob man vielleicht doch irgendwann mal irgendwie, dass er dann doch mal auf Sherlock vielleicht irgendwie trifft, wobei das ja eigentlich erst sehr spät passiert. Aber man weiß natürlich nicht, welche Zeitabstände die Geschichten haben. Wir sind ja hier wirklich von der Kindheit dabei, relativ, glaube ich, bis in den Mid-20ern. Wer weiß, wie das mit den weiteren Sachen geht. Es ist natürlich schon schön, auch mal so den Blick der anderen Seite zu haben und im Grunde auch so einen Blick vom Bösewicht im Grunde auf die Welt. Also mag ich immer ganz gerne, aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Ich fand schön, ich fand auch die Bilder wirklich toll, aber wirklich total gepackt, gefesselt hat es mich leider dann nicht. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich mit der Reihe zwangsläufig dann weitermachen würde. Ich glaube, der zweite Teil kommt schon im Dezember. Da gucke ich dann einfach mal. Ja, ein Buch, das mir eine liebe Freundin empfohlen hat, war Wir sehen uns im Sommer von Asa Hellberg. Ich glaube, dass man sie anders ausspricht, wahrscheinlich Asa, durch diesen Kreisel auf dem A, aber ich bin mir da gerade nicht so sicher. Und sie hat mir das Hörbuch ausgeliehen, das hatte knapp
7 Stunden, glaube ich, und waren knapp 400 Seiten. Und ich habe nach 2,5 Stunden, also ich sag mal so gut einem Drittel, habe ich im Grunde abgebrochen. Das sage ich jetzt einfach schon mal vorneweg. Es war einfach nicht meins. Es lag zum einen sowohl an der Geschichte als auch, fand ich, zu großen Teilen an der Sprecherin. Und zwar ist das Katja Amberger und die hat die Geschichte vorgelesen, sehr monoton, keine Höhen und Tiefen, sehr eintönig. Und ich dachte irgendwie nach 2,5 Stunden, was ja für mich gefühlt dann wahrscheinlich nur knapp 1,75 oder so war, ach, ich habe gar keine Lust, der Frau zu lauschen. Zudem war ich zu Beginn der Geschichte doch so ein bisschen irritiert. Wir treffen hier auf eine Freundinnengruppe von 4 Leuten, auf Sonja, Susanne, Rebecca, Megan, waren 4. Und diese 4 Freundinnen verbindet eine langjährige Freundschaft und Sonja ist eine Künstlerin und die stirbt. Wir sind hier vom Alter her, ich denke auch schon, also durchaus vielleicht in den 50ern, Mitte, End 50er war so mein, also Mitte 50er wahrscheinlich war so mein Gefühl. Vielleicht sind sie auch erst Mitte 40, so ganz genau kriege ich das nicht hin und lässt sich auch schwer schätzen. Und Sonja, als sie verstirbt, hinterlässt sie eben Geld und auch ein Testament und fordert ihre 3 Freundinnen auf, Orte auf der Welt zu besuchen und eben ihre Asche dort auch zu verstreuen. Sie hat so kleine Puderdosen von ihrer Oma geerbt und da sollen sie im Grunde die Asche aufbewahren und dann an diesen Orten verstreuen. Und die Reisen sollen irgendwie nach Mallorca, Paris und London gehen, wo ich sage, Paris hätte ich auf jeden Fall, wäre ich mitgeflogen. London auch, Mallorca fand ich persönlich ja nicht ganz so toll und war okay, aber ist jetzt kein favorisiertes Urlaubsland von mir. Und ich habe am Anfang mich sehr schwer getan, in diese Freundschaft so hineinzukommen, war auch teilweise verwirrt und hatte irgendwie immer das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Und als ich jetzt ein paar Rezensionen gelesen habe, ist mir aufgefallen oder habe ich gelesen, dass das Buch sich auf ein anderes Buch der Autorin irgendwie bezieht, nämlich auf Sommerfreundinnen. Und da geht es wohl auch schon um diese 4 Freundinnen, aber das wusste ich nicht und ich weiß auch gar nicht, ob das meine Freundin wusste, die aber ja total geschwärmt hat von der Geschichte, also scheint der nichts gefehlt zu haben, mir aber irgendwie schon. Und es leuchtete mir halt dann irgendwo ein, wenn dir da irgendwas fehlt, ja, dass du dann irgendwas, dass mir irgendwas, also dass mir das irgendwie aufgefallen ist. Also ich konnte es auch nicht greifen, es hätte auch einfach sein können, dass die Autorin vergessen hat, irgendwas zu schreiben, ne, also das... Also hat man ja öfter mal, also dass man denkt, oh, irgendwie fehlt mir da was. Aber das war jetzt so meine Erklärung, weswegen ich überhaupt nicht so richtig in die Geschichte reinkam, mit auch den Freundinnen nicht so viel anfangen konnte. Der Schreibstil war unglaublich langweilig, banal, einfach, flach. Es war schon irgendwie flüssig, dadurch, dass es eben sehr einfach gestrickt war. Aber ich hatte in den 2,5 Stunden überhaupt keine Spannung gespürt. Ich fand auch... Ja, ich hatte mir halt auch irgendwie erwartet, dass wir diese Länder, Städte kennenlernen, dass uns irgendwo mitgenommen wird, warum gerade diese Städte, warum diese Freundschaft, warum jede Freundin eine Stadt bekommen hat oder wie auch immer. Irgendwie hat mir das gefehlt. Ich fand es einfach langweilig, ich fand es einfach sehr banal und ich fand es zu gar keiner Zeit irgendwie gefühlvoll, emotional, tiefgründig und das hat mir einfach irgendwie gefehlt. Und eigentlich hätte ich bei dieser Kombination auch der Menschen, die ja irgendwie Stewardessen sind, die eine ist so eine Art Workaholic, wir haben auch noch eine Hausfrau, ich hatte eigentlich da so ein gewisses Potenzial dahinter erwartet, einfach... dass natürlich diese Frauen auch sehr unterschiedlich in ihrem Leben stehen und vielleicht auch alle einen anderen Bezug zu der jetzt Verstorbenen haben oder halt irgendwie auch miteinander. Und ich fand es sehr langweilig. Also ich habe auch beim Hören immer mal gemerkt, wie ich so abgedriftet bin und dann irgendwann wieder zurückkam und dachte, ja, wirklich was verpasst scheinst du nicht zu haben. Und ja, meins war es leider irgendwie nicht. Deswegen halt dann auch der Abbruch und ich glaube, mehr muss man dann auch über das Buch gar nicht sagen. Und ja, es ging im Grunde schon zeitgleich, ich höre und lese ja sehr oft parallel, einfach wo ich dann eben Zeit habe zu hören, höre ich, wo ich die Zeit habe zu lesen, lese ich, manchmal höre ich auch in der Lesezeit, wenn man so möchte, aber ja, ich habe das Seelenhaus gelesen von Hannah Kent. Die liebe Chiara und ich hatten ja letztens einen Musso zusammengelesen und haben dann festgestellt, oh, wir haben das Buch gemeinsam auf dem Sub und das Buch wird ja auch verfilmt mit Jennifer Lawrence
und spielt in Island 1828. Also es ist ein Island-Roman. Und ja, ich muss aber ehrlich sagen, ihr seht es schon, ich habe nach knapp 160 Seiten, ich glaube, der vierte Leseabschnitt wäre bei 163 losgegangen, von knapp nicht mal 380 Seiten habe ich abgebrochen. Es geht in dem, also wir sind in Island 1828, wir treffen auf Agnes, eine ja, Mitmörderin mit noch einer anderen Frau und einem Mann, sollen sie das Haus ihrer vorhergehenden Herrin ja, im Grunde angezündet haben, aber eben vorher auch schon die Leichen umgebracht haben und das wollten sie mit dem Brand eigentlich nur vertuschen. Und wir treffen jetzt eben auf eine Familie, auf eine etwas höher angesehene Bauern-Farm-Familie, die eben ja Agnes im Grunde ja aufbewahren, bewachen soll, ja, bis sie dann eben hingerichtet werden soll, weil sie eben schuldig gesprochen ist. Und die Familie, besonders die Mutter, ist natürlich nicht sehr davon angetan, dass sie jetzt hier eine Mörderin beherbergen soll. Sie hat auch zwei junge Kinder, zwei Töchter und ja. Ja, das ist irgendwie die Geschichte. Sie spielt in Island und was mir sehr, sehr schwer getan hat, waren die vielen ungewöhnlichen isländischen Namen. Ich bin ständig total verwirrt gewesen. Also Vorname, das ging immer noch. Aber wenn die Nachnamen dazu kamen, dachte ich immer, war das jetzt der oder die oder wer war das? Ich konnte mir das Gefühl überhaupt nicht merken und habe mich gefragt, warum das eigentlich der Fall ist. Weil bei High Fantasy habe ich überhaupt keine Probleme mit Namen und das stört mich überhaupt nicht, wenn da eben einer, ja, Frodo heißt. Ne? So heißt ja auch kein normaler Mensch oder Aragorn oder ne, wie auch immer. Ja, also die Fragen oder Daenerys, Nahd, Khal Drogo, so heißt ja keiner. Also wobei Daenerys heißen ja, glaube ich, in den USA aktuell sehr viele Kinder, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich hatte hier wirklich Probleme mit den Namen, mir das zu merken, das immer wieder den Menschen so zuzuordnen. Zudem war es unfassbar langweilig, das ist ganz klar. Also es hatte für mich überhaupt keinen Reiz. Es hat relativ schnell, ich glaube schon nach den ersten 50 Seiten, haben Chiara und ich gesagt, was wollen wir eigentlich mit der Geschichte? Was sagt uns die? Und ich fand die Abschnitte, wo uns Agnes was erzählt, die fand ich tatsächlich nur mit am spannendsten. Es hat mich ein wenig an Alias Grace von Margaret Atwood erinnert. Die gibt, also habe ich ja sowohl das Buch gelesen, wie auch die Serie angeguckt, weil man da eben auch so in die Psyche einer scheinbaren Serienmörderin reinschaut, was auch auf wahren Begebenheit beruhte. Aber hier war es viel emotionsloser, viel langweiliger, viel zäher. Es war irgendwie, es ist nichts passiert auf diesen 170 Seiten. Es hat sich einfach nur gezogen. Es war sehr trocken. Es war eine sehr kühle Atmosphäre, was jetzt nicht nur am Wetter lag, sondern auch die Charaktere. Die waren alle kalt wie Stein. Die hatten alle gefühlt überhaupt kein Herz. Die wollten, also das fand ich ganz schlimm. Die Mutter fand ich ganz, ganz schrecklich. Ja, sie möchte irgendwie ihre Kinder schützen, aber wie sie mit Agnes alle umgehen. Ja, dass sie mag eine Mörderin sein und aber fand ich ganz, ganz schlimm und ich frage mich, ob die Menschen in Island alle so sind oder waren. Also das fand ich ganz, ganz schlimm. Und mich hat halt auch wirklich so diese Erinnerung an Alias Grace so ein bisschen verfolgt und dann vergleicht man das natürlich so gedanklich ein bisschen. Und da haben mir halt sehr, sehr viele Dinge mehr an Alias Grace gefallen als auf hier. Zudem beruht dieses Buch ja auf wahren Begebenheiten und so schlau wie ich bin, habe ich natürlich mal auf Wikipedia den Namen von Agnes eingegeben und wusste dann eigentlich schon, wie die Geschichte endet. Ich werde das jetzt nicht erzählen, was da passierte. Und dann dachte ich schon, naja, wenn das den und den Weg sowieso nimmt, dann brauchst du auch nicht weiterlesen. Dementsprechend fliegt dieses Buch hier raus. Ja, also ich werde jetzt natürlich die Anteilung noch rausnehmen, aber das Buch ja, landet jetzt im Ausmiststapel. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir den Film anschauen werde, obwohl Jennifer Lawrence mitspielt, die ich ja sehr gerne mag, aber ob ich mir diesen Film, diese Langeweile vielleicht über 2 Stunden gebe, ich glaube nicht. Und nach diesen 2 Flops wollte ich dann etwas Magisches lesen
und hatte die Hoffnung auf ein kleines, wunderbares Highlight gesetzt, nämlich Essenz der Magie, die Lehrenbegabte von Lia Katrina. Lia Katrina habe ich, wie gesagt, in Berlin kennengelernt und kenne auch ihren YouTube-Kanal. Und ich verpacke das natürlich alles an Informationen unten in die Infobox, auch zu den Büchern und alles findet ihr unten. Und es ist ein Auftakt einer Reihe. Der zweite Teil ist, glaube ich, sogar mittlerweile schon erschienen. Und die Bücher erscheinen im Impress-Verlag und mir wurde auch das Buch von diesem zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank sowohl an Lia Katrina wie auch an den Verlag. Und ich war mega, mega gespannt, denn Lia Katrina hat ja schon so ein bisschen in Berlin auch erzählt und wir waren dann danach auch auf Instagram ein bisschen im Kontakt und der Klappentakt-Text klang wirklich super spannend und so hatte ich mich wirklich auf eine tolle magische Geschichte gefreut. Ja, wir sind in einer Welt, in der es eben Magiebegabte gibt, die sich auf diese vier übliche Elemente beruht plus eben die Leere. Also wir haben Feuer, Wasser, Erde, Luft und die Leere. Und wir treffen auf Ria, ist eine 18-jährige junge Frau, die ihre Mutter verloren hat und zusammen im Grunde mit der Patchwork-Familie ihres Vaters zusammenwohnt. Und Ria selbst trägt zwei Elemente in sich. Und sie tut sich sehr, sehr schwer mit diesem leeren Element, denn das ist eben auch ein sehr schwieriges Element, das man kontrollieren sollte. Dass man das eben auch lernt, gibt es natürlich dort auch Schulen, Akademien und dahin begleiten wir auch Ria. Und wir merken schon relativ früh in der Geschichte, dass man hier so ein bisschen auch diese einzelnen Elementträger im Grunde unterscheidet in die Reihenelemente, also wirklich wo eben beide Elternteile wahrscheinlich auch tatsächlich das eine Element in sich tragen, das Gemischte und eben auch diese leeren Begabten, daher wird ja der Titel kommen, unterscheiden sich nochmal so ein bisschen. Wir treffen eben auf diese Akademie ein und begleiten Ria in diesem Schuljahr, treffen auf allerlei neue Freunde, Schulfreunde und erfahren natürlich auch ein bisschen was, was sowohl so ein bisschen ihre Familie betrifft, als natürlich dann auch was die Schule und die Welt betrifft. Der Schreibstil war sehr jugendlich, er war sehr flüssig, er war sehr schnell und auch sehr locker. Dadurch bleibt man auch wirklich sehr, sehr schnell so in der Geschichte drin. Das Buch hat auch ein bisschen was über 200 Seiten. Man merkte also schon, dass man so in drei, vier Durchläufen sozusagen durch die Geschichte kommt, man immer wieder auch ansetzen kann, wenn man eben mal irgendwo unterbricht und weiterliest, dass man da gar keinen Moment braucht, um wieder reinzukommen, weil der Schreibstil wirklich ein sehr lockerer und sehr flüssiger ist. Das fand ich wirklich sehr, sehr positiv, hat mir auch sehr gut gefallen. Ein bisschen weniger gefallen hat mir diese ganze Welt, die mir persönlich auch viel zu kurz kam in den Beschreibungen. Es fing immer mal wieder an, dass uns diese Welt vorgestellt wurde, das Besondere darin vorgestellt wurde, was auch die Unterschiede zu unserer Welt sind. Aber so gefühlt war das ein bisschen wenig. Man konnte es nicht so richtig greifen und viele Dinge, die uns erklärt wurden, wurden mehrfach erklärt. Also man hatte da auch zum Teil viele Wiederholungen drin und spätestens, wenn man irgendwas zwei, dreimal gehört hat, denkt man sich, ja, jetzt habe ich es dann auch irgendwie verstanden. Und das fand ich ein bisschen schade, weil durch diese Wiederholungen natürlich auch irgendwie nichts Neues passiert, sondern die Leute sich gegenseitig immer das Gleiche gefühlt erzählt haben. Auch die Dialoge zwischen diesen Akademikern, sage ich mal, die ja alle doch schon 18 sind und keine 12, 13, waren sehr oberflächlich, sehr jugendlich. Das hätte ich tatsächlich so von 18, 19-Jährigen ein bisschen erwachsener erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte da die Charaktere einfach viel, viel jünger geschätzt. Also ich hätte so gedacht, die sind 14, 15, eher 14 als 15 und dachte schon, Mensch, so mit 18 hat man, glaube ich, eigentlich andere Themen. Zudem sind so die Nebencharaktere doch ein bisschen blass. Es werden sehr, sehr viele Klischees erfüllt. Es gibt wunderbar spannende Momente, die dann aber relativ schnell irgendwie unwichtig werden. Also es passiert irgendwas Schlimmes und trotzdem wird da nur über den Ball gesprochen. Und man denkt sich so, hallo, da ist gerade das und das passiert. Ihr könnt doch nicht einfach weitermachen. Doch, die Charaktere machen das. Und man denkt sich so, okay, oder es werden Dinge angedeutet. Da treffen auch Charaktere irgendwie rein, die in spannenden
erstes Erscheinungsbild haben und dann werden die aber auch nicht weiter verfolgt. Und man denkt sich so, was war denn mit dem vor 30 Seiten da? Warum ist der jetzt? Also es wirkte für mich nicht ganz rund. Auch die Erklärungen dieser Magie, das war immer mal so ein bisschen oberflächlich da. Man hatte schon eher das Gefühl, man hat eben irgendwie ein Jugendbuch, das halt so diese Magie und diese Akademie und was diese eigentliche Geschichte für mich hätte sein sollen, eher so am Rande beschreibt. Und ja, das fand ich ein bisschen schade, dass man an mancher Stelle sehr wenig Informationen bekommen hat, an anderer Stelle unglaublich viel, sodass dann auf 30 Seiten gefühlt so viel erklärt wurde, wofür andere vielleicht 300 Seiten braucht. Und es war so ein bisschen einfach unrund. Das ist einfach so mein Gefühl bei der Geschichte gewesen. Es hat auch mit sehr interessanten Handlungen zwischendrin immer mal wieder so einen Spannungspeak, dass man eben auch einfach weiterlesen würde. Aber für mein Empfinden wurden diese Spannungspeaks dann nicht aufgelöst oder weitererzählt und auch nicht weiterverfolgt. Und da stand ich mal so als Leser da und dachte, wir haben doch gerade noch darüber gesprochen und wie kamen wir... Ich war manchmal so ein bisschen irritiert. Zudem hat mich die Geschichte doch so an das ein oder andere Jugendbuch interessiert, wo man natürlich, also erinnert, wo man natürlich auch einfach kennt. Sei es Harry Potter. Ich fand auch... natürlich ist so eine magische Welt, irgendwann ist natürlich alles erzählt über Zauberer und Magier, aber das hat manchmal schon so ein bisschen erinnert, auch gerade so, dass manche Menschen besser sind als andere, auch so die Parallelen, die es zwischen Ria und Harry gibt und auch so manche Freunde, die einem irgendwie so aus dem Potter-Universum bekannt vorkamen, also so vom Charakter. Es ist natürlich einfach eine Fantasy-Geschichte, die, wenn man eben schon sehr, sehr viel Fantasy gelesen hat und vielleicht sogar eigentlich eher High- als Urban-Fantasy liest, wie ich, da trifft man sehr selten auf etwas Neues, ne? Das ist ganz klar. Und das finde ich auch, dass Lia Katrina das trotzdem schön umgesetzt hat. Ich finde auch tatsächlich, dass ihr Schreibstil durchaus eben für Jugendliche lesbar ist, dass das tatsächlich eher ein Einsteigerbuch in die Urban Fantasy ist und dass, wenn man eben sagt, man möchte als Jugendlicher, eben so in die Alterszielgruppe, die ich vorhin auch schon mal genannt hatte, möchte man anfangen. Dann, glaube ich, ist Essenz der Magie wirklich was Schönes, was ja zum Starten, um in so eine Welt einzusteigen, sowas kennenzulernen, sowas mal mitzuverfolgen. Ich glaube, erfahrene Fantasy-Leser, egal ob Urban Fantasy oder High Fantasy oder es gibt ja auch noch tausend andere Dinge dazwischen, ich glaube, denen ist das einfach ein bisschen zu wenig und ja, einfach ein bisschen zu jugendlich. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade, aber ich bin halt auch gefühlt einfach nicht die Zielgruppe wahrscheinlich von Essenz der Magie. Aber ich denke, Jugendliche können das auf jeden Fall super gerne lesen. Ich glaube, dass das auch einfach für die viel besser geeignet ist. Eben so ein Einsteiger-Fantasy-Werk, wo man noch nicht so zugeladen ist mit verschiedenen Elementen der Fantasy, dass man da eben auch so ein bisschen reinkommt. Und daher war es ein gutes Buch, was ich auch wirklich schnell und flüssig weggelesen habe. Aber es ist, wie gesagt, für mich eher was für Jugendliche zwischen 12 und 20, 12 und 18, 14. Ja, es ist noch nicht ganz so brutal, also 12 und 18. Und ich glaube, da kann man sich dann auch mit Ria ganz gut identifizieren und hat da so einen Ankerpunkt, was mir halt als Mit-30-Jährige schon ein bisschen schwer fiel. Ja, aber dennoch habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Buch natürlich lesen durfte und mal gucken, ob ich dann noch zum zweiten Teil greife, vielleicht jetzt nicht direkt hinterher. Ein bisschen wissen möchte man schon, wie es weitergeht, aber ich glaube, es gibt auch einfach Werke, die mich ein bisschen mehr gefesselt haben, wo ich dann die Reihe eher weiterverfolgen würde. Das letzte Buch der Woche ist dann Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied von Victoria Schwab. Ich habe von der Autorin Das Mädchen, das Geschichten fängt, gelesen, schon vor Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt 3-4 Jahre her sein wird. War ein wunderschönes Buchcover, weiß, mit so blauen Blättern und so einem Ast in der Mitte geschwungen. Und waren da auch Vögel? Ich weiß es schon gar nicht mehr so ganz genau. Ich habe es nur so ganz grob vor Augen. Und seitdem es gab dann jetzt dazwischendrin nochmal eine Reihe von Victoria Schwab, die mich nicht so angezogen hatte. Irgendwas mit Farben. London in verschiedenen Farben, glaube ich, war es doch irgendwie gewesen, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Das fand ich tatsächlich gar nicht so spannend. Aber Monsters of Verity hatte mich sehr, sehr angefixt. Denn die Idee der Geschichte ist gefühlt so ein bisschen Peter Pan, Nimmerland, wie Feen entstehen, nur eben
Im Gegenteil, nämlich wenn Menschen etwas Böses tun, dann erscheinen Monster. Und das fand ich so von der Idee, die ich so aus dem Klappentext und so rausgenommen habe, eigentlich sehr, sehr cool. Das sehr Geile war bereits das Zitat, mit dem wir begonnen haben, denn es heißt so schön, viele Menschen sind wie Monster und viele Monster wissen, was sie tun müssen, um für Menschen gehalten zu werden. Und das fand ich schon mega geil. Also da hatte mich die Autorin gefühlt schon direkt angefixt und es kam dann allerdings ganz anders. Denn der Start in die Geschichte war doch ein bisschen schwierig. Wir leben hier in einer Welt, die früher mal die USA waren und jetzt eben in Territorien aufgeteilt sind. Es gibt eben Monster, die Gebiete besiedeln und es gibt eben auch Menschen, die auf der anderen Seite stehen. Und da haben wir natürlich dann auch mal ein bisschen so die Unterschiede der Menschen. Wir haben eben einmal das Territorium, in dem Frieden herrscht, Waffenstillstand herrscht. Wir haben eben dieses Abteil der Verity, daher auch dieses Monster of Verity. Und hier haben wir eben Frieden ganz aktuell zwischen diesen Monstern und Menschen. Allerdings ist das eben auch in zwei Gebiete unterteilt. Und manche demonstrieren hier nach Macht und wollen hier im Grunde wirklich das ausleben, für was sie eigentlich denken, auf der Welt zu sein. Und dann haben wir natürlich auch die Monster, die eher so ein bisschen militärischer sind und dann eben auch militärisch, ja, im Grunde vernichtet werden können. Und auf diesen beiden Seiten treffen wir auf Kate und August. Und wir haben eben Kate, die ja ein Mensch ist, und wir haben August, in dem im Grunde eben ja ein Monster steckt. Und so haben wir im Grunde so ein bisschen wie bei Romeo und Julia, es hat mich tatsächlich daran erinnert, eigentlich zwei verhasste und verfeindete Häuser, die im Grunde beide in einen Hinterhalt geraten und dann auf die Wahrheit dieser Welt stoßen und gemeinsam ja so ein bisschen mit dieser Wahrheit umzugehen lernen müssen. Und zwischen diesen beiden entwickelt sich zum Glück, und das möchte ich ganz klar sagen, eine tiefe, enge, wahnsinnige Freundschaft und keine schnulzige Liebesgeschichte. Meine Befürchtung war nämlich, als die beiden aufeinander trafen, dachte ich, ach nee, jetzt gibt es direkt eine Liebesgeschichte, wie es ja sein muss. Am Ende stirbt da eine oder sie oder was auch immer. Und dann bricht wahrscheinlich der übrig gebliebene hier zum Racheakt aus. Da kann ich jeden beruhigen, der sowas nicht mag, weil das wäre auch für mich so gefühlt ein bisschen No-Go geworden. Die beiden entwickeln sich zum Glück in eine ganz gefühlt andere, schönere, intensivere, tiefgründige Richtung, was ich wirklich sehr, sehr schön fand. Und auch einfach die beiden Charaktere selbst fand ich sehr, sehr gelungen. Der Einstieg in das Buch war unglaublich schwer, das muss ich ganz klar sagen. Also es hat bestimmt gefühlt 80, 100 Seiten gebraucht, bis ich irgendwie mal drin war, und ich war unglaublich verwirrt. Nicht nur, was so ein bisschen dieses ganze Lied angeht, das so die Kapitelüberschriften umschreibt und die Geschichte umschreibt, auch diese Welt. Also ich habe mir sehr, sehr schwer getan, in diese Welt zu kommen, auch wie gesagt mit dieser Liedbenennung zu Beginn. Ich konnte damit gefühlt gar nichts anfangen. Es war sehr, sehr schwer, da hineinzufinden. Auch die Charaktere sind sehr schwarz-weiß geformt. Wir haben hier zum Beispiel auch einfach Kate, die ist sehr hart und sehr tough. Wir treffen auf August, der ist eher ein bisschen weicher und hat ja so ein bisschen weniger Entwicklung innerhalb der Geschichte. Wobei ich ja von August immer sehr begeistert bin. Da gibt es ja auch unseren August, unseren Gast in Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und daran hat mich hier der August tatsächlich auch ein bisschen erinnert. Auch die ganzen Nebencharaktere, gut und böse, das war alles. Ja, es ging in der Geschichte unglaublich zügig, und ich glaube, das war zu Beginn einfach mein Problem, dass wirklich bam, 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 alles Mögliche passiert, man gar keine Zeit hatte, sich in der Geschichte, in dieser Welt einzufinden, und das ist einfach, finde ich, bei einer Weltenerkundung unglaublich schwierig, wenn man so ins kalte Wasser geworfen wird und irgendwie von mir als Leser erwartet wird, dass ich das alles gleich begreife, ohne dass es mir jemand erklärt. Das fand ich unglaublich schwierig. Sehr gelungen fand ich den sehr düsteren und bedrückenden Schreibstil der Autorin. Das kam in dieser Geschichte unglaublich gut rüber. Das hat wirklich Spaß gemacht. So diese Dunkelheit, diese Düsternis, und dass man dann auch einfach mal in so ein anderes Licht getaucht wurde und ja auch die Geschichte so auf ein anderes Level gebracht hat. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und nach so diesen 100 Seiten Einstieg war die Geschichte wirklich auch dann spannend und erlebnisreich, und man hat wirklich viel
ja, mitgenommen aus dieser Geschichte. Es ist eben auch der Vorteil, dass es keine eingeschmuggelte Liebesgeschichte gibt. Das finde ich einfach großartig, weil was Kate und August haben, ist einfach etwas ganz anderes, viel, viel Schöneres und Intensiveres. Und ich mochte einfach so diese Verbundenheit dieser beiden, ja, eigentlichen Feinde. Und dass man eben durchaus so, ja, dadurch, dass man etwas gemeinsam entdeckt, irgendwie ein Geheimnis, was nicht hätte sein sollen. Ja, es ist auch dennoch ein sehr, sehr flüssiger Stil, der einen dann, wenn er einen hat, wirklich durch die Geschichte begleitet und man dann nach den ersten 100 Seiten schon ein Gefühl dafür bekommt und eben mitgehen kann. Und das hat mir zumindest ab der 101. Seite sehr, sehr gut gefallen, wenn es auch manchmal wirklich sehr verworren ist. Ich habe so das Gefühl, die Autorin war sich immer selbst gar nicht so recht sicher, wo ihre Geschichte eigentlich hinführt. Man fand immer wieder zurück und auch immer wieder rein, aber man hatte auch zwischendurch immer mal so ein paar Probleme, da irgendwie durchzublicken, wo es gerade hingeht. Zudem muss ich ehrlich sagen, fand ich die Monsters nicht sehr innovativ, sehr einfallsreich. Wir haben hier vampirähnliche Machai, die im Grunde so ein bisschen einfach so wie Vampire sind. Und wir haben die Korsai, die mich halt sehr an Zombies erinnert haben. Ja, natürlich kann man Monsters jetzt auch nicht einfach so erfinden, aber da kenne ich einfach auch andere Autoren, die durchaus eben ihre eigenen Monster erfinden und das ein bisschen kreativer tun. Und ja, das ist, ja, na, das halte ich hier so zum Teil eben auch einfach ein bisschen erwartet. Und der Gedanke dahinter, das, was ich eben so vorhin sagte mit Peter Pan und den Feen, dieses, wenn eben ein Mensch etwas sehr Bösartiges tut, dass dann eben ein Monster erwacht, diese Idee finde ich nach wie vor sehr, sehr cool und hätte mir auch viel, viel mehr ausgearbeitet gewünscht. Also das kam mir dann so dafür, dass das ja auch das Buch eigentlich Monsters of Verity heißt, kam mir das gefühlt ein bisschen kurz. Also ich finde nicht, dass man anhand des Titels, des Klappentextes, die Geschichte erwartet, die man bekommt. Das muss man auch ganz klar so ein bisschen dazu sagen. Es war irgendwie auch eine gute Geschichte, aber es hat mich nicht vom Hocker gehauen, es hat mich nicht wirklich absolut gepackt und mitgerissen. Es hatte gute Momente, aber eben auch ein bisschen eher was, was mir nicht so gefallen hat. Es hält sich so ein bisschen die Waage und ich glaube, auf Lovelybooks habe ich dem Buch jetzt 3 Sterne gegeben. Ich bin ja nicht hoch so der Sternenvergeber, aber ich glaube, dass es eben einfach für mich ein Mittelfeldbuch war und ich das einfach okay fand, gut fand. Wie gesagt, es gibt manchmal tolle Dinge darin, manchmal nicht so gute, aber ja, alles in allem war es gut. Ob ich die Reihe weiterverfolgen werde, macht gerade auch nicht so den Anschein, weil es, glaube ich, einfach Bücher gibt, die ich besser fand, spannender fand und bei denen ich eben eher wissen möchte, wie es weitergehen. Und man hat eben auch nur begrenzte Lesezeit und das war in der Woche schon, ach, ganz schön tragisch bei diesen 5 Geschichten, dass einen keine wirklich absolut packen, fesseln, begeistern konnte, dass man eigentlich so gar kein Highlight hat in der Woche, aber ja, es lag vielleicht auch einfach an der grandiosen Lesewoche von letzter Woche. Ja, wo mich ja wirklich so ein Highlight nach dem anderen total gefixt hat und ja, ich mich von der Woche wohl auch einfach von anderen Dingen einfach begeistert habe lassen und ja, dann einfach so die Geschichten irgendwie in den Hintergrund gerückt sind. Manchmal liest man ja auch Bücher einfach zur falschen Zeit, ne? Also das kann ja durchaus auch passieren, aber ja. Ja, und das waren sie nun auch schon, die 5 Bücher der Woche. Also ja, es war nicht wirklich meine Woche. Ich hoffe, dass das mit der nächsten Woche besser wird. Ich habe ja jetzt Herr der Ringe gestartet. Seit Oktober gibt es ja die Reread-Gruppe auf Facebook. Und im Oktober lesen wir ja den 1. Band, November 2., im 3. den letzten. Im Dezember den letzten 3. Band. Und ja, das könnte zumindest so schon gefühlt ein Highlight zumindest in der nächsten Woche sein, nämlich Herr der Ringe, und ich freue mich mega drauf. Und ich habe schon 3 Leseabschnitte zum jetzigen Zeitpunkt gelesen und ich merke sofort ein Heimkommen, ein Puls senkt sich und man ist einfach ein Hobbit und wenn man im Auenland ankommt, dann geht es einem einfach viel, viel besser. Mich hat jetzt vermehrt so ein bisschen die Frage erreicht, warum ich persönlich die ältere Karus Übersetzung bevorzuge, und dazu wollte ich einfach auch 2, 3 Dinge erzählen. Und zwar war meine erstes Aufeinandertreffen mit der Herr der Ringe eben die Karus Übersetzung, und an dieser hat ja sogar noch Tolkien mitgearbeitet, der war ja auch sprachwissenschaftlich sehr bewandert. Und so sind eben auch wunderbare Worte
Orte wie die Elben entstanden. Im Englischen sind ja die Elben einfach die Elves, also die Elfen, was ja im Deutschen und auch in vielen anderen Sprachen einfach etwas ganz anderes sind. Denn die klassischen Elben, wie wir sie aus dem Herrn der Ringe kennen, haben ja mit den Elfen, die wir kennen, überhaupt nichts zu tun. Und Tolkien fand ja gerade diesen Begriff immer sehr, sehr schön, dass er den irgendwo herleiten konnte für das Deutsche, weil er sagt, ihr habt ein eigenes Wort und das ist einfach toll. Und für mich ist diese Karus-Übersetzung viel, viel mehr altertümlich, altes Deutsch, viel authentischer zu der Zeit, in der halt man das Gefühl hat, dass der Herr der Ringe spielt. Und wenn man eben auch das englische Buch von Tolkien kennt, und ich habe ja den Herrn der Ringe Jahre später auch in Englisch gelesen, dann merkt man auch dieses alte Englisch, was durchaus schwerer ist, wie ich fand, als das alte Deutsch. Und ich fand, dass das viel, viel näher eben am Original ist. Ich habe es einmal mit der Kriege-Übersetzung versucht. Ich habe den Schuber dann geschenkt bekommen. Also das erste Mal, als ich Herr der Ringe las, hatte ich das aus der Bücherei. Dann habe ich mir den grünen Schuber gewünscht. Leider nicht wissend, dass das die Kriege-Übersetzung ist, die von vielen hochgelobt wird. Und ich möchte dagegen auch gar nichts sagen, aber meine Übersetzung ist es einfach nicht. Es klingt irgendwie sehr modern. Es klingt wie wenn die Geschichte ein Facelift bekommen hätte. Und es wirkt für mich nicht mehr so authentisch. Es wirkt einfach, als hätte man die Geschichte einfach in die Zukunft gepackt. Also als würde die Geschichte nicht im Mittelalter spielen, sondern eben 1900 irgendwas. Und das hat mich sehr, sehr gestört, weil ich mag es tatsächlich gerne, wenn historische Geschichten eben auch so eine historische Sprache einfach haben. Als wenn man eben merkt, dass man jetzt am Hofe von Heinrich dem VIII. Ist, dass dann eben auch so gestolzen gesprochen wird, wie man es erwartet von Heinrich dem VIII. Und der nicht sagt, hey, ho, alter Bruder, lass uns in die Disse gehen oder so. Na, das, na, ihr wisst. Ja, und das mag ich persönlich eben an historischen Büchern immer sehr. Das kann zum Beispiel auch sehr gut George R. Martin oder auch Philippa Gregory, wenn man da die Tudor-Reihe kennt, dann merkt man schon, da wird so ein bisschen, ja, einfach höhermäßig gesprochen. Na, dann spürt man einfach schon anhand der Sprache, man ist in einer anderen Zeit. Und bei der Kriege-Übersetzung hatte ich eben das Gefühl, dass das unglaublich modern gemacht wurde. Natürlich, um den Zugang der Geschichte mehreren anderen Menschen einfach zu ermöglichen, die sich mit dieser alten Sprache einfach schwer taten. Aber ich konnte mit der Kriege-Übersetzung nichts anfangen. Ich habe tatsächlich die Kriege-Übersetzung, glaube ich, nur die Hälfte des ersten Teils gelesen und dann hatte ich einfach überhaupt keine Lust mehr und bin dann wieder in die Bücherei und habe mir die Karus-Übersetzung geholt und irgendwann ist ja dann auch die Karus-Übersetzung komplett bei mir eingezogen. Zwischendrin hatte ich sie dann eben auch schon mal auf Englisch gelesen und dachte schon, puh, das ist harter Tobak, habe ich auch sehr lange dran gelesen. Am englischen Original. Das war schon manchmal so ein bisschen tricky. Ich bin ganz froh, dass ich die deutsche Geschichte kannte. Dann erschließt sich manches natürlich einfach. Es ist immer einfacher, eine bekannte Geschichte in der Sprache zu lesen. Und ich habe immer wieder versucht, dieser Kriege-Übersetzung in vielen Dingen aus dem Weg zu gehen, weil ich damit nichts anfangen konnte. Also es geht ja schon los, dass es ja im Englischen und im Grunde halt im Deutschen in der Karus-Übersetzung immer Herr Frodo ist. Und Kriege macht da Meister Frodo draus. Und ich denke mir so, nee, er ist nicht dein Meister, er ist einfach dein Herr. Und zur damaligen Zeit gab es gefühlt wahrscheinlich noch keinen Meister. Und es gibt so einiges, was mich einfach daran stört. Und deswegen ist für mich persönlich eben einfach die Karus-Übersetzung die authentischere, die echte und einfach meine Lieblingsübersetzung. Und wenn mich jemand fragt, empfehle ich immer die Karus-Übersetzung, weil ich persönlich einfach die Kriege nicht mag. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die umgekehrt nichts mit diesem extrem Altdeutschen zurechtkommen und dann lieber die Kriege-Übersetzung lesen, weil sie sagen, das fühlt sich für mich einfach noch greifbarer an und mit dieser moderneren Version kann ich mehr anfangen. Und wahrscheinlich hält sich das die Waage von Fans, wer was schöner findet. Bei mir ist es eben einfach die Karus-Übersetzung und ja, das wollte ich einfach mal so kurz dazu gesagt haben. Zudem hat ja der Leseclub, machen wir nächsten Schwing, wie ihr es am Donnerstag schon vielleicht im Video gesehen habt, haben wir uns für Musso-Bücher entschieden. Ich habe 3 Musso-Bücher auf dem Sub. Ich habe, glaube ich, sogar 5 oder 6 Bücher von ihm hier. Und 3 stehen jetzt mal zur Auswahl. Ihr habt heute am Samstag noch die Möglichkeit abzustimmen. Und ich denke mal, morgen oder Montag wird dann das Ergebnis auch bekannt gegeben. Zum Zeitpunkt des Videodrehs hier weiß ich noch nicht, wer
jetzt gerade der Favorit ist, aber ihr könnt ja einfach mal in die Facebook-Gruppe gehen. Der Leseklub ist immer unten in der Infobox verlinkt. Guckt da mal rein, wenn ihr noch nicht dabei seid. Wir lesen ja jetzt demnächst ab dem 21. Unsterblich, das liegt glaube ich hier hinten, von Jens Lubade. Und dann lesen wir den Musso, werden wir im November lesen. Und da freue ich mich dann auch schon drauf, einfach mal so einen älteren Musso zu lesen, weil mit den neueren bin ich ja nicht immer ganz so warm geworden. Und da gucken wir einfach mal, ob wir eine schöne Geschichte von Musso entdecken. Ja, eine Seriensucht hat mich in dieser Woche begleitet. Und wenn ich sage Seriensucht, dann halte ich das jetzt mal in Zahlen fest. Ich habe nämlich von Samstag bis Samstag 3 Staffeln The Walking Dead geguckt. Ja, die erste Staffel beinhaltet noch nicht ganz so viele Folgen wie Staffel 2 und 3, aber man kann jetzt grob sagen, wie viele Folgen das wohl sind, so aller 40, 45 Minuten. Intro wird immer vorgespult auf Netflix, aber es waren viel, viele Stunden, die ich auf Netflix verbrachte mit The Walking Dead. Mich hat diese Serie überraschenderweise total in den Bann gezogen. Viele, viele Jahre wehre ich mich dagegen und verstand diesen Hype um diese Zombie-Serie überhaupt nicht. Dabei hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass mir das gefällt. Aber man hört halt immer nur von dieser Zombie-Serie und nicht, dass es eigentlich einfach eine postapokalyptische Dystopie ist. Wobei Dystopie ist es vielleicht nur am Rande, aber es ist eben eine postapokalyptische Geschichte, die wirklich sehr langwierig erzählt wird, im Grunde schon epischen Ausmaßes hat, weil sie eben nicht ein Film von 2-2,5 Stunden ist oder ein Buch von 400 Seiten ist, sondern natürlich über jetzt, glaube ich, 8 Staffeln, kommt jetzt die 9. im Oktober, ich glaube, wirklich viel Zeit damit verbringt, ja, Gruppen von Menschen zu zeigen, die eben, ja, diesem Virus irgendwie ausgeliefert sind, die mit ansehen müssen, wie Verwandte, Freunde, Nachbarn sich zu Zombies verwandeln und all die, die eben nicht infiziert sind, ja, was eben in diesen Gruppen passiert. Und wir haben ja hier so diese Hauptgruppe, wo im Grunde auch einfach unsere Hauptcharaktere dabei sind und wir begleiten diese Gruppe, mal mit mehr und weniger Mitgliedern, es kommen mal neue dazu, mancher verlässt uns, es gibt auch durchaus die, ja, uns endgültig verlassen, und man erfährt einfach so viel zur menschlichen Spezies, was ich mega geil und spannend finde. Ich bin ja ein Fan von apokalyptischen Geschichten, wie ticken Menschen, wenn sie in Extremsituationen kommen, wie ist das, ja, es muss ja nicht immer gleich eine Zombie-Apokalypse sein, aber wenn man an die Passage-Trilogie denkt, na, das ist ja so klassisch einfach mein absolutes Highlight in diesem Sektor, was episch ist und was ja auch nur zeigt, ja, wie die Menschen reagieren. Natürlich haben wir auch diese Zombie-Seite, also diese Vampirwesen, die ja irgendwie so infiziert sind. Aber man könnte es ja sogar vergleichen mit Under the Dome. Wie heißt sie im Deutschen? Under the Dome ist die Arena von Stephen King. Ich habe oftmals King-Gefühle, dass man so denkt, so diesen Konflikt hätte sich King auch ausdenken können. Auch bei der Arena, die Menschen sind auf einmal in diesem Dorf unter einer Kuppel. Es bilden sich Gruppen und man muss eigentlich irgendwie miteinander, aber der Mensch ist nicht immer dafür gemacht, so im Miteinander zu leben. Und das ist natürlich auch sowas. Oder wenn man an Dan Simmons Terror denkt, was passiert mit 50 Leuten auf einem Schiff, wenn sie eigentlich merken, oh, wir kommen aus der Situation nicht mehr raus. Es bilden sich Charaktere ins Extreme und müssen aber irgendwie eigentlich miteinander, aber manche Menschen sind dazu einfach nicht fähig. Und wenn wir mal ehrlich sind, so ist unsere Welt. Also man erlebt das ja wunderbar, jetzt nicht unbedingt in der Familie oder im Freundeskreis, aber zum Beispiel in der Arbeit. Da treffen 10 Menschen in einer Gruppe aufeinander, die sicher nicht sich gegenseitig ausgesucht haben. Und man muss, also wir sind natürlich jetzt nicht in einem postapokalyptischen Szenario, hoffe ich zumindest für jeden, der irgendwie arbeitet, wäre ein bisschen schlimm, aber man muss sich da in diese Gemeinschaft irgendwie einfügen. Jeder hat seinen Teil, der eine führt die Gruppe, der andere unterstützt den Führer, der andere läuft lieber hinterher. Es gibt immer irgendeinen, der rebelliert und sagt, was der sagt, mache ich schon erst recht nicht. Es gibt immer 2, die irgendwie versuchen, da irgendwas zu schlichten. Also Menschen sind ja sehr vorhersehbar und das ist bei The Walking Dead durchaus auch so. Nur ist sie gefühlt nicht wirklich sehr vorhersehbar, denn die Charaktere da drin entwickeln sich einfach über diese lange Zeit, was sie jetzt auch schon in 3 Staffeln getan haben, einfach sehr, sehr weiter. Und das macht mir unglaublichen Spaß. Also dieses,
dieses Draufgucken, wie sich die Menschen entwickeln, welche Gruppen es sich bildet, wie andere überleben und so weiter und so fort, das finde ich einfach unglaublich. Und ich habe natürlich schon Lieblingscharaktere, angefangen von Daryl, der mit seiner geilen Harley durch die Gegend braust und seine Armbrust benutzt. Und das ist wirklich so ein total fescher Typ, auf dessen Harley ich auch gern mal mitfahren würde. Ich mag auch Glenn und Maggie, ich mag auch Dr. Hirschler. Ich bin auch ein kleiner Fan von Rick, weil er, glaube ich, einfach so ist, wie sehr viele Menschen wären, die zwar denken, ich reiße jetzt das Ruder an mich, ich bin der geborene Führer dieser Gruppe, aber dann irgendwie merkt, oh, die Verantwortung wächst mir manchmal doch über den Kopf und dann gibt es Fehlentscheidungen, was dann alles in Zweifel zieht. Und ja, also jetzt rede ich, glaube ich, schon viel zu lange über The Walking Dead. Also ich bin total infiziert, um es einfach mal mit den Worten zu sagen. Es wird für mich definitiv weitergehen. Ich höre natürlich schon von Freunden und ja, mit denen ich jetzt einfach so ein bisschen darüber gesprochen habe, auch, dass das sich immer mal wiederholt, dass es manchmal sehr langweilige Folgen gibt. Phil hat ja auch im Hangout gesagt, dass er, glaube ich, in der 8. Staffel mittendrin einfach aufgehört hat. Ihn zwar jetzt die 9. schon wieder irgendwie anspricht, aber... ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es mich weiterhin unterhalten wird. Und ihr werdet natürlich in den Bücherwochen in der nächsten Zeit auf jeden Fall immer mal was dazu hören, weil natürlich einfach Lesezeit fehlt, wenn man eine Serie suchte. Das habe ich diese Woche sehr, sehr gemerkt, wobei mir nicht unbedingt Lesezeit fehlte, sondern Schlafzeit. Ja, das ist ganz klar. Ich, wenn ins Bett gehe, habe ich noch so ein bisschen gelesen, dachte aber dann immer so ein bisschen an The Walking Dead und dachte, ja, so eine Folge oder zwei geht schon noch. Man muss ja auch sagen, so eine Folge dauert nur eine Dreiviertelstunde. Das heißt, wenn man zwei Folgen anguckt, ist man so bei 1,5 Stunden, 90 Minuten, ja, das geht schon noch. Und dann, ach, eigentlich, jetzt ist so spannend, noch eine Folge und dann noch eine Folge. Und dann ist es 2 Uhr nachts und man denkt sich, ach, eigentlich müsst du schlafen. Und man macht dann auch das Licht aus und schaltet das Handy aus, aber die Gedanken kreiseln definitiv um die Serie und ich habe sehr wenig geschlafen in der letzten Bücherwoche. Das fiel mir spätestens auf, als Donnerstag ein ganz lieber Mensch sagte, ja, du siehst ein bisschen mitgenommen aus, bist du irgendwie krank oder man denkt sich, ja, ich entwickle mich langsam zum Zombie. Ja, aber stört mich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich extrem erschöpft wäre oder sonstiges. Ich habe auch Samstag und Sonntag ein bisschen dazu genutzt, ein bisschen länger zu schlafen, was dann wieder zur Folge hatte, dass ich halt abends auch ein bisschen länger geguckt habe, weil ich ja wusste, ich konnte länger schlafen. Ja, ich bin froh, dass ich grundsätzlich kein Mensch bin, der viel Schlaf braucht und dann auch mal eine Stunde weniger die Nacht auch nicht so ausschlaggebend ist, aber... ich glaube, auch für meinen Geist und mein Unterbewusstsein ist es besser, so ein bisschen das einzuschränken, weil ich merke, dass mich das schon sehr auch im Unterbewusstsein mitnimmt. Ne? Aber bisher gefällt es mir gut. Also 3 Staffeln gesuchtet, absolutes Highlight mit an Serie aktuell. Ja, ich bin fasziniert. Wer hätte das gedacht? Und ich finde es auch gut, dass diese Zombies, die sind schon sehr blutig, sehr widerlich, sehr eklig. Ich gucke auch manchmal weg. Aber für mich gab es tatsächlich so 2 Szenen, die ich oder 3, die ich sehr widerlich fand. Und die hatte meistens nichts mit Menschen, sondern mit Tieren zu tun. Muss ich ganz klar sagen, dass mir das viel, viel näher geht, als wenn da ein Mensch aufgeschlitzt wird. Das ist so, ach ja. Aber wenn es an Kinder und Tieren geht, da habe ich wirklich Tränen in den Augen und denke mir, bist du eigentlich bescheuert? Ja, bin ich wohl. So, aber das war es jetzt auch zu The Walking Dead. Ich dachte, ich muss einfach zu meiner Sucht ein bisschen mehr erzählen. Und oh, jetzt wird es auch gefühlt schon ein bisschen dunkler. Aber gut, ist nicht weiter schlimm. Ja, das war es auch jetzt schon zu der Woche. Sowohl lesetechnisch wie serientechnisch, filmtechnisch gab es nichts diese Woche. Wann auch noch? Also gefühlt habe ich dann auch gar nicht mehr so viel Zeit für irgendwas anderes gehabt. Ja, man muss dann auch Telefongespräche mit Freunden einfach kürzer halten, weil man ja weiß, oh, hier kommt gleich The Walking Dead, muss weiter gucken. Ja, es ist manchmal nicht einfach mit mir. Ich gebe das ganz offen und ehrlich zu. Ja, jetzt bin ich natürlich neugierig. Kennt ihr The Walking Dead? Wie fandet ihr das? Bitte spoilerfrei. Ich möchte keine Spoiler wissen, aber einfach grob. Seid ihr von Anfang bis Ende Fan? Wann seid ihr wo eingestiegen oder ausgestiegen? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare packen. Auch welche Bücher euch diese Woche vielleicht in den Bann gezogen haben oder auch erst kürzlich enttäuscht haben. Ob ihr eins der Bücher, die ich vorgestellt habe, vielleicht auch schon kennt. Das natürlich alles gerne in die Kommentare und mich juckt es hier. Ich habe hier irgendwo ein Katzenhaar, das macht mich ganz närrisch, wie man bei uns sagt. Also nervös zu Deutsch sozusagen und ja, so viel dazu. Ich danke euch jetzt natürlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Denkt heute noch am Samstag an den Leseclub, dass ihr abstimmen könnt. Und ja, das war's jetzt von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.